Die Gans brutzelt im Ofen, die Geschenke liegen unterm Baum. Welcher Weihnachtstyp bist du? Nummer 1. Mr. Family. Der Family Man freut sich so richtig, mit der ganzen Familie zusammen zu sein. Aber dann kommt da der knurrige Großvater an, bemängelt das Lametta. Der Vater kloppt sich mit seiner Frau über die Erbschaft und die blöde, tollpatschige Cousine schmeißt die Kerzen um und die ganze Feier ist wieder im Eimer. Oh Mann. Nummer 2. Mr. Kaufrausch. Die Wochen vor Weihnachten sind da und Carsten Konsum bestellt sich im Internet die Finger wund, um wieder eine Menge Sachen zu schenken und am liebsten noch mehr zu bekommen. Leider realisiert er nach den Feiertagen, oh, das Herz ist genauso leer wie die Geldbörse und merkt, Mensch, der ganze materielle Kram bringt keine echte Befriedigung. Nummer 3. Fräulein, stress mich nicht. Für Fräulein, stress mich nicht, fängt der ganze Rummel schon mit dem Adventskalender an. Wow. Okay, also, außerdem müssen noch Geschenke organisiert werden für alle Arbeitskollegen. Heute ist mir alles zu viel. Ja, genau. Und Fräulein, stress mich nicht, kommt überhaupt nicht zur Ruhe, zur persönlichen inneren Ruhe. Und dann müssen wir auch noch die ganze Deko machen für die Weihnachtsfeier von dem Häschenzuchtverein. Und dann... Nummer 4. Mr. Mallorca. Der Ballermann hat Familienprobleme. Seit Frühjahr ist die Ehe im Eimer und... mit den unehelichen Kindern ist er sowieso seit Jahren zerstritten. Also was soll dieser ganze Mist, an Weihnachten einsam herumzuhocken? Flucht nach vorn, ab auf die Insel und die ganzen Probleme im Alkohol ertränken, das ist sein Motto. Nummer 5. Fräulein Frieden. Wilma Weltfrieden liebt Weihnachten und diesen saisonalen Winterzauber. Die glitzernden Sterne zeugen davon, dass es bald Weltfrieden geben wird. Und während sie jetzt gerade diesen veganen Truthahn am Backen isst, blättert sie durch die Zeitung. Und die Schlagzeilen zeigen ja eigentlich, dass der Frieden auf Erden auf nächstes Jahr verschoben ist. 5 Typen, 5 Probleme, was ist die Lösung dazu? Mhm. Wir als Christen sehen in der Bibel, dass Gott uns zeigt, wir haben eigentlich ein großes Problem, ein Beziehungsproblem, nämlich zwischen uns und Gott. Gott hat uns geschaffen, um mit ihm in einer wunderbaren Beziehung zu leben. Amen. Und wir haben gesagt, ich will dich nicht, ich will meinen eigenen Weg gehen, mit allem, was dann daraus hervorgekommen ist. Das Großartige ist, Gott hat uns jetzt in unserem Mist nicht sitzen lassen, ja? Sondern der großartige, ewige Gott, der außerhalb des Universums ist, hat einen Schritt hineingemacht, in die Schöpfung und ist Mensch geworden. Das ist Weihnachten. Ja, Gott wird Mensch, Gott zum Anfassen. Gott hat in Jesus Christus auf dieser Erde gelebt. Aber ein perfektes Leben von Jesus Christus wäre ein wunderbares Vorbild gewesen, hätte uns aber nicht retten können. Und deswegen gibt es die bombastische Botschaft der Bibel, an die wir glauben, ja, die unser Leben wunderbar verändert hat. Die gibt es im Doppelpack, nämlich von Weihnachten kommen wir zu Ostern. Und was zeigt uns Ostern? Gott drückt es so aus. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigartigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben habe. Was ist Ostern passiert? Jesus Christus hat nicht nur auf dieser Erde gelebt, sondern er ist auf dieser Erde gestorben, um die ganze Last, die ganze Schuld der Sünde auf sich zu haben und an meiner Stelle dafür zu sterben. Damit Gott sagen kann, die Schuld ist bezahlt. Ja, der Dreck ist weggeräumt und wenn du Jesus Christus annimmst als deinen Stellvertreter, als den, der für dich gestorben ist, dann ist alles mit mir wieder okay. Dann hast du Frieden mit Gott. Das ist die großartige Botschaft, die entstehen konnte, weil Gott in unser Leben hineingekommen ist. Von Weihnachten zu Ostern hat unser Leben wunderbar verändert. Das ist, was wir gern predigen wollen. Das ist die Lösung für alle wahren Probleme, die wir Menschen haben. Und dann können wir auch wirklich umsetzen, was der Jesus selbst gesagt hat, als er auf der Erde war. Liebe Gott und deine Nächsten wie dich selbst. Zuerst Gott. Erst dieses vertikale Problem und dann das horizontale Problem. Und dann können wir solche Sachen regeln, wie zum Beispiel Streit in der Familie. Ja? Dann können wir wirklich ausleben durch den Heiligen Geist, was es heißt, zusammen zu sein und nicht zu streiten. Aber das geht von uns selbst aus, geht das nicht. Erst muss dieses Problem gelöst sein. Absolut. Dann bekommen wir erst diese innere Ruhe, die wir haben. Dann merken wir auch, was es bedeutet, innerlich erfüllt zu sein, nicht diese Unruhe zu haben in unserem persönlichen Leben, dass wir nicht mehr weglaufen müssen vor der Wirklichkeit, vor der Einsamkeit, die viele haben, vielleicht du auch, der du das jetzt hier anschaust. Und wir dürfen dann hoffen und wir hoffen darauf, dass es Frieden auf Erden geben wird. Und davon zeugt in einer kleinen Art und Weise Weihnachten, aber vor allen Dingen Ostern, der Tag der Auferstehung. Ich wünsche euch ein wunderschönes Weihnachtsfest und denkt vielleicht darüber nach, was da passiert ist, als Gott auf die Erde gekommen ist.